Einen schönen guten Tag. Es ist Montag. Wir haben 17.23 Uhr und es sind 26 Grad Celsius. Hallo, ich bin hier in Essen und wir machen einen kleinen Gang durch die Innenstadt, durch den Innenstadtbereich. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und hallo. Ich bin hier an der Mercator-Stiftung. Da habe ich ja mal neulich so einen Roller-Livestream angefangen. Stiftung Mercator. Und da war ja ganz anderes Wetter als heute. Es hat irgendwie geregnet, windig war es. Ja, ich bin aus dem Urlaub zurück. Wir sind gut angekommen am Samstag. Wir hatten noch 3,5 Stunden Aufenthalt. Ich habe ja gesagt, einen Verwandtenbesuch haben wir gemacht. Und meiner Schwiegermutter hat es natürlich super gefallen, in der alten Heimat zu sein. Und sie ist jetzt da quasi die Älteste, soweit ich das überblicken kann. Alle anderen sind nicht mehr. Und von daher ist sie natürlich auch interessant für die anderen, weil sie ja Personen kennt und kannte, die jetzt nicht mehr sind, über die sie was erzählen kann, wie es früher mal war. Und das interessiert ja doch viele Menschen, wie es früher mal war. Hier stand früher zum Beispiel ein großes Hochhaus. Ein richtig tolles Ding, wenn man auf Hochhäuser steht. Und das ist jetzt nicht mehr. Komplett abgerissen. Und ich habe überlegt, mache ich einen Lauf, mache ich keinen Lauf? Mache ich überhaupt einen Lauf irgendwie, irgendwann? Und habe mich entschlossen, okay, komm, bist wieder hier, machst du einfach einen Lauf. Mal gucken, was heute an so einem sommerlichen Tag hier in Essen so los ist. Werden wir gleich erkunden. Und ich wusste jetzt nicht, spontan auf die Schnelle hatte ich keinen Lauf vorbereitet. Ich hätte noch Ideen für den einen oder anderen Livestream, sei es zu Fuß, sei es über dem Roller. Aber auch da wollte ich jetzt nicht sofort so einen spontanen Livestream raushauen. Ich muss mich erstmal so ein bisschen akklimatisieren. Und auch so ein bisschen überlegen.
was man denn so machen kann. Hier kann man noch sehen, da liegen noch so Schuttberge. Ist die Skyline hier irgendwie echt kaputt gegangen? Ich weiß nicht, ob man die Schuttberge so sehen kann. Da kann ich meinen Sucher nicht sehen, wenn die Kamera vielleicht die Schuttberge sieht, die noch abgetragen werden müssen. Schon mal, letztes Video war ja irgendwie Stadtmitte Flensburg, zumindest im Hafenbereich. Und da knüpfen wir jetzt so ein bisschen mit an. Ich habe keine Ahnung, was jetzt in der Innenstadt los ist. Gehen wir hier, gehen wir da. Eier ich hier rum. Gehen wir hier. Und durch das schwüle Wetter, was wir haben eine unglaublich hohe Luftfeuchtigkeit, habe ich jetzt wieder Ischias-Schmerzen bekommen. Ja, und Ischias-Schmerzen sind irgendwie doof. Wer will die schon haben? Ich habe jetzt heute mal kräftig dagegen antrainiert, weil ich mir denke, Bewegung ist einfach ein probates Mittel. Wenn man hier so eine Straßenbahn, die so tut, als wenn sie eine U-Bahn wäre, einfangen. Ich habe ja mittlerweile viel gelernt auf meinen Läufen von netten Zuschauern. Einer von diesen hat mir mal erklärt, dass es die reine U-Bahn gibt. Das sind aber nicht viele. Und ansonsten sind es Straßenbahnen. Er hat auch die ganzen Linien aufgezählt, die wir da so haben. Hier die U17, die zur Margaretenhöhe fährt, die ist auf jeden Fall eine richtige U-Bahn. Und die hier drüben, das müsste auch eine sein. Die U17, die fährt zum Karlsplatz nach Altenessen. In Altenessen ist ja noch ein Zuschauerwunsch, da soll ich ja noch mal gucken gehen, nach einem Imbiss, der da ist. Das mache ich auch irgendwann. Das hatte ich ja versprochen. Normalerweise halte ich meine Versprechen, das wisst ihr ja. Aber heute ist nicht der Tag, dass ich in Altenessen bin. Also ich habe auch noch keine Pläne, wann ich da mal wieder bin. Und das ist ja auch wieder Teil meines Gedankenguts, dass ich mir denke, Mensch, wo könnte ich denn mal filmen? Und dann immer denke, boah, da war ich schon, da war ich schon, da war ich schon. Hier die Innenstadt, die hat natürlich einen Vorteil, wenn ich hier schon
wahnsinnig oft war, ist immer anders. Es sind ja Menschen zu sehen. Hier ist was los. Und insofern ist Innenstadt, finde ich, immer irgendwie ein Besuch wert. Kann man machen. Und der August, der ist so gut wie vorbei. Das heißt, der September klopft an die Tür. Damit klopft auch das Essen Light Festival an die Tür. Und da noch keine neue DJI-Kamera in Sicht ist, die vielleicht ein besseres Bild bei Dunkelheit liefert, wäre ich, wenn ich es dann filmen würde, immer noch auf meine tapfere kleine DJI Pocket 2 angewiesen. In Kombination mit meiner Software, meinem Denoiser. Aber das sind alles Sachen, das weiß ich noch nicht. Und deswegen würde ich sagen, konzentrieren wir uns heute mal auf den Lauf von heute. Und schau mal, wohin mich meine Füße tragen. Ja, und mal sehen, was hier so los ist. Das nimmt ja langsam Form an. Da spielt Musik. Kurz ein bisschen drüber sprechen. Das war sehr knapp mit dem Fahrrad jetzt. Und ich denke, hier ist Fahrradfahren verboten, aber was weiß ich schon, vielleicht stimmt das gar nicht. Vielleicht kann man hier einfach Fahrrad fahren. Kommt auch darauf an, wer da fährt wahrscheinlich. Ich habe auf jeden Fall noch nie gesehen, dass hier irgendjemand angehalten worden ist.
Da an der Ecke wird noch verkleidet. Da oben fährt ein RRX. Richtung Westen. In den Sonnenuntergang. Meine Kamera in der Hand kommt auf Temperatur. Was mich wundert, weil 26 Grad sind ja eigentlich noch moderat. Leihhaus Grüne. Ich habe meine neuen Schuhe an, die ich mir in Kappeln gekauft habe. Mit Prozenten erwischt. Meine Frau hat sich dann nämlich auch Schuhe geholt. Aus farblichen Gründen, glaube ich. Ich sage da nichts weiter zu. Und meine Tochter hatte, als sie die gesehen hatte, auch ein gewisses Interesse gezeigt. Nicht an der Farbe, sondern an einer anderen Farbe. Ja, und als wir dann wenige Tage später da wieder gucken waren, also die, ich war natürlich draußen wieder mit Frieda, da waren die Prozente wieder weg. So kann das gehen, ne? Wenn ich das hier angucke mit dem Zum Ritter, das ist noch ein altes Haus und daneben die Häuser, die da früher standen, alle weggebombt worden. Ich kurve hier mal so ein bisschen um alles rum, wie immer eigentlich. Wilhelm der Erste. Darf man euch mal kurz stören? Nein. Hier unten war das Freilichtkino, der Lichtburg. Und das ist schon wieder Geschichte. Lichtburg Open Air am Dom. Steht da noch. Ich weiß gar nicht, wann das jetzt abgebaut worden ist. Aber es ist auf jeden Fall schon wieder etwas her. Wie viel haben wir denn vor Uhr? 19 Minuten 41 Sekunden. Der Brunnen ist ausgeschaltet. Hier hat man jetzt Stühle platziert. Ob das hier ist mit der Lichtburg? Ich weiß es nicht. Vielleicht halt hier, ne?
Das ist bestimmt hier. Da sind Stühle, Lautsprecher, Sound. Ich weiß nicht. Ich muss mich hier erstmal wieder einfinden, glaube ich. Da ist man gerade mal 2 Wochen weg. Und schon blickt man nicht mehr durch. Insofern kann ich diejenigen verstehen, die jetzt schon eine ganze Zeit weg sind und dann hier durch meine selektierten Videoaufnahmen ihre alte Stadt wiedersehen. Und da sind ja auch immer wieder welche dabei, die sagen, Mensch, film doch mal in der Sowieso-Straße, da habe ich gewohnt. Tja, und das ist für mich schwierig, wenn da nichts drumherum ist. Das habe ich ja schon 1000 Mal erzählt, aber es sind ja immer wieder neue Zuschauer. Ne? Und das müsst ihr mir nicht persönlich nehmen, wenn es mal nicht geht. Ich muss ja so ein bisschen auch an den Kanal denken. Geht hier ganz schön tief rein, ne? Der Himmel ist weitestgehend blau. Ab und zu sind ein paar Wolken da, die manchmal sogar die Sonne verdecken. Aber da ist nichts mit Regen in Sicht. Wo man das bei mir in meinen Videoaufnahmen nie ausschließen kann in dieser Saison. Da haben wir da schon an Regen gesehen. Ne? Hier steht es auch 26 Grad in Essen, 25, 24, 23 die Vorhersage hier für die nächsten Tage. Das klingt eigentlich alles sehr gut. Hier sehen wir jetzt den Strand, den aufgeschütteten. Das ist ein schönes Bild. Er spielt allerdings Musik, aber leise. Ich gehe einfach mal so zwischendurch. Strand mit Palmen, echter Sand. Mitten in der Essener Innenstadt. Da vorne kann man sich mit den entsprechenden Drinks versorgen. Oder was essen kann, weiß ich nicht. Aber hier kann man ja überall irgendwas zu sich nehmen. Platz. Gehen wir mal hier durch. Ich kann mich erinnern, weil ich einmal da war. Okay. Man darf nicht vergessen, heute ist Montag. Die allermeisten werden womöglich zu Hause sein und hoffen, dass ich ein neues Video hochlade. Aber ich habe jetzt quasi gar nichts mehr. Ich habe noch das von Felbert, wo immerhin mein treuer Fan Lothar drauf wartet. Gefühlt schon eine ganze Ewigkeit.
Ja, irgendwann wird es kommen. Vielleicht sogar schon vor dem hier. Ich weiß es einfach noch nicht. Ich bin noch viel zu sehr im Urlaub irgendwo. Und das ist schon ein Ding, ob man jetzt 2 Wochen weg war oder nicht. 2 Wochen, denkt man, ist doch total kurz. Nee, was sind denn 2 Wochen? Ist doch gar nichts. Aber das ist trotzdem eine Zeit. Und ich bin froh, das gehabt zu haben. Wir haben nichts Tolles gemacht, ne? Wir sind nur so rumgelaufen. Meine Tochter hat schon mit uns ein bisschen wieder geschimpft, als sie dann nachgekommen war. Da haben wir irgendwo gegessen mittags. Und dann hat sie so welche gesehen, die, ich weiß gar nicht, wie das heißt, wenn man auf so einem Board steht mit so einem Segel, Kitesegel wahrscheinlich, ne? Das hätte sie auch zu gern gemacht, obwohl das war ein relativ grauer Tag, einigermaßen warm, aber und das hätte sie viel lieber gemacht, also mit uns alten Gruftis da zu sitzen und einfach nur was zu essen. Und ich kann die auch verstehen, ne? Das ist schon irgendwie so Action. Das ist was anderes, als wenn man so älter wird und froh ist, wenn man sich irgendwo hinsetzen kann, nachdem man da vorher kilometerweit durch die Gegend gelaufen war. Ja, und einiges aus dem Urlaub kannten wir ja auch schon. Ein bisschen was war neu. Und nicht immer und überall konnte ich filmen, das ist auch klar. Als wir in Eckernförde waren zum Beispiel, da war es total windig, irgendwie ungemütlich. Und da konnte ich meine Frau nicht alleine lassen mit Frieda und sagen, so, ich filme jetzt hier mal gediegen. Und da hätte ich schon für einen Halbwegslauf, um irgendwas zu zeigen, hätte ich schon, also Minimum, so habe ich mir für mich veranschlagt, eine Dreiviertelstunde, besser eine Stunde fast schon hätte ich gebraucht, schätze ich. Und dann wollte ich nicht nur so ein Viertelstunden-Ding machen, dafür ist es da einfach zu groß. Calumet, die haben oft günstige Angebote. Und die Sachen hier auf Lager, auch nicht schlecht. Das ist manchmal sogar besser als alles andere. Also ich kaufe total gerne analog ein, dass ich in so ein Geschäft reingehe. Irgendwie ist das für mich, finde ich das gut. Selbst wenn man da auch nur so ein abgepacktes Paket kriegt, das ist ja nicht anders, als wenn man das nach Hause geschickt bekommt. Aber ich habe hinterher, weiß ich noch, ja, da war ich da und da. Und das gehört irgendwie so ein bisschen noch zum Kauf dazu, finde ich. Als wenn das einfach so per Post kommt. Aber leider, leider bekommt man nicht alle Sachen vor Ort irgendwo. Was will man tun? Hier bin ich auch schon mit dem Roller runtergefahren, ein paar Mal. Hirschlandplatz.
heißt die Haltestelle hier. Die hatte früher mal einen ziemlich schlechten Ruf. Hier ist Reklame in der Lichtburg. Hier von der VHS, die ja neben der Lichtburg ist. Schauspiel Essen. Die Gleise sind noch eine Etage tiefer. Wir können ja mal gucken, wie tief. Quasi, wo wir gerade hier sind. Hier weht auch ein Wind. Auch nicht schlecht, die U-Bahn-Station. Wir haben sogar Glück. Die U17 wieder. Die zum Karlsplatz fährt. Und schon ist sie auf ihrem Weg. Natürlich auch nur in der Innenstadt mit. Hat sich der kleine Exkurs doch gelohnt hier. Da höre ich schon die nächste U-Bahn einrollen. Richtig Betrieb. Aber klar, ist jetzt die beste Sendezeit. Kurz vor 18 Uhr, VHAG, sind alte Straßenbahnen abgebildet, vielleicht, wenn man hier sehen kann, die Beleuchtung ist ein bisschen schummrig hier. So wahrscheinlich besser, ne? Ich gebe hier alles mit meinem Sucher, meinem kleinen Minisucher. Ihr könnt ja auch einfach auf Pause drücken. Ach, hier drüben sind noch mehr alte Straßenbahnen. Ups, bin ich zu hoch. Ja, sei es drum. Einfach auf Pause drücken. Das mache ich ganz gerne, wenn ich Videos gucke, die ein bisschen länger sind und ich habe manchmal gar nicht die Zeit dafür. Mache ich aus und gucke irgendwann weiter. Und da tut mir auch so ein bisschen leid, dass ich gar nicht mehr so alles verfolgen kann. Aber dann geht nicht mehr. Ich brauche unbedingt auch ein bisschen mehr Zeit für mich selber. BMV Hirschlandplatz.
Ach, hier war früher mal die BMV. Auf dem heutigen Hirschlandplatz. Da wusste ich alles gar nicht. Könnte ich jetzt ja einfach so sagen. Ne? Ja, ist doch ganz klar. Seit 1299. Wahnsinn. Und von 1652 bis 1931 Kloster und Schule der Augustinerchorfrau und der Congregatio Beatae Mariae Virginis. Ja, meine Güte. Eine Wissenslücke. Und so ist doch auf jeden Lauf irgendwas noch, irgendein Fitzelchen findet sich irgendwie. Können wir hier reingehen? Durch die Theaterpassage. Aber ich glaube, die hat auch bessere Zeiten gesehen. Kommen wir irgendwo raus, wahrscheinlich hier. Man hört die Glocken schlagen. Sechs Uhr. Sechs Uhr in Essen an einem Montag im Sommer. Ich glaube, die haben wir auch noch nie gehört. Ich hoffe, das Mikro bringt die gut rüber. Das ist das Mikro, was ich im Urlaub gesucht habe, nicht gefunden habe. Was soll ich sagen, zu Hause war es. Ach, das ist dieses Ding hier. Mit der früher die Figuren rausgekommen. Ob die heute noch rauskommen, weiß ich gar nicht. Kein Respekt, muss man sagen. Da wird sich nur kaputt gelacht. Und das sind einfach auch nur Tiere und Wesen. Und die verballern jetzt ihre Energie sozusagen nutzlos und sinnlos. Wir können ja auch nichts dazu, dass sie als Tauben geboren worden sind. Oh, das ist wieder ein Copyright-Stück, da erkenne ich sofort irgendwie. Da muss ich jetzt einfach schnell dran vorbeigehen, ehe irgendwie was hier mit dem Copyright passiert. Ganz schnell weitergehen, ein bisschen reden dabei, ein bisschen den Algorithmus von YouTube durcheinander bringen. Das hat ja schon öfter geklappt. So, jetzt sind wir einigermaßen weg. Den Sound jetzt im Rücken. Den
sollte okay sein. Der Song ist nicht schlecht, finde ich. Ich hätte auch Lust, Musik zu hören, aber im Moment ist mein Zimmer, ich habe ja das unterm Dach, da ist die Rolllade kaputt. Also der Akku der Rolllade, um das zu präzisieren. Und die ist nur so ein mini bisschen runtergezogen, weil das quasi so Südwestseite ist, ist es da im Moment sehr, sehr warm. Zu warm. Um da entspannt Zaun zu hören. Und ich will nicht nur Sound hören, sondern auch wieder ein paar Sachen aufnehmen. Ich bin also sehr interessiert daran, Sachen aufzunehmen. Die ich aber erst noch sozusagen komponieren muss. Möchte, das ist ja kein Muss. Ich habe schon meinen Jungs Bescheid gesagt, meinen beiden Spezies. Drei Songs sind ja schon in der Mache. Ja, und da wollte ich mir heute was dazu holen, um meinen Prozessor zu entlasten vom Rechner. Weil er jetzt durch ein paar Plugins an seine Grenzen kommt. Obwohl das ein i7 ist, mit 16 GB Arbeitsspeicher, RAM, aber das ist alles schon wieder quasi überholt. Geht so schnell. Aber dann mit dem Trick schaffe ich das. Aber ich muss erst mal gucken, wo ich das bekomme. Eins nach dem anderen. So, hier sind wir wieder. Fast am Startpunkt und fast auch am Endpunkt. Also haben wir mal wieder irgendwie einen Lauf durch die Stadtmitte hinbekommen. Und damit kann ich gut leben. Das ist für mich jetzt nicht so die Wahnsinnswiederholung. Mit anderen Sachen kann ich, glaube ich, nicht so gut leben. Sehen wir noch den Fernbusbahnhof. Stehen einige Busse, auch die Flixbusse. Und hier an der A40
mit sehr, sehr mäßigem Verkehr heute. Können wir Schluss machen? Ich sage vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich bedanke mich bei allen Abonnenten. Ich bedanke mich bei allen, die ein Like da lassen, einen netten Kommentar schreiben oder sogar den Kanal neu abonnieren. Das alles unterstützt meinen Kanal. Unter meinem Video ist ein super Thanks-Button. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auf diese Art und Weise Danke sagen würdet. Das ist hochwillkommen. Und ich sage euch jetzt Tschüss. Danke, dass ihr dabei wart. Viele Grüße aus Essen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Glück auf.